Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Stream. Wir beenden heute hoffentlich endlich Pokémon Smaragd. So. Und Zwerchenklärchen. So, da habe ich jetzt mal wieder keinen Sound. Das ist normal und so. Und Zwerchenklärchen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Glücklicherweise. Ich meine, es hat relativ lange gedauert, bis ich dann mal endlich damit fertig war. Auch. Und dann kam noch ein ganzer anderen Batzen definitiv in den Weg davor. Aber ich bin jetzt quasi ready, sagte er und war noch immer nicht ready. So, gut. Gut, Knut. Wo ist das da? Genau. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. So, einmal Start drücken. Einmal hier Start drücken. Vor Kyogre. Ich stehe nicht vor Kyogre. Ein smaragdener Schatten ist Born. Oder eher ein smaragdener Born ist Schatten. Wer weiß das schon so genau? Moin Mod. Achso, falsche Taste. Genau. Oh, ich verwechsel gerade auch A und B und Y. Bericht. Ganz kurz mal was nachgucken. Gut. Nee, alles gut. Und zwar, ich habe einmal ein bisschen gehexhort und wir haben jetzt das Aurora-Ticket, das Eon-Ticket, Eon-Ticket, Ticket, die alte Karte und das Geheimticket. Das sind meines Wissens nach alle Tickets, die existieren, die so für den Sonderkram sind, weil ich das ja auch nochmal zeigen wollte. Hatten mehr Aufwand gekostet, als ich zugeben wollen würde. Und wir haben vielleicht, also zum einen haben wir hier nochmal ein Aeon-Ticket. Zum anderen haben wir einige Items verloren. Und zum letzten Mal habe ich hier noch Fragezeichen 35 Aurora-Tickets, die ich nicht löschen kann, weil es ein Basis-Item ist. Aber ja, ne? Hub zurück. So, wir sind gerade die aus der Pokémon Center Katam. Glückwunsch, Blütenburg City. Und ich würde zuallererst einmal versuchen wollen, Kyogre zu fangen. Dann vermutlich Groudon, je nachdem, wie ihr das aussprechen möchtet. Und danach, Route 104 ist sogar ganz gut, dass ich hier bin in Blütenburg. Haha, da hat Schatten schon fast mitgedacht. Und danach Barschwa. Kurz gesagt, hast du geschummelt oder bin Mist gebaut? Check. Ich würde ganz gerne wissen, was ich an Mist gebaut habe, aber ja. Ja. So ist die Frage. Habe ich jetzt Kyogre irgendwie auszusehen dadurch resettet? Durch all den ganzen Schmuh? Wenn ja, dann ups. Dann upsi. So, außer es resettet sich. Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Ich glaube, es hat sich resettet. Also wir müssen nochmal ins Klimainstitut. Ich glaube nämlich, das richtig gehört zu haben, dass das zwei, das quasi Pokémon Smaragd auch eine interne Uhr hat. Ne, also eine interne Batterie. Alle, die den Ausdruck interne Batterie ist leer kennen, wissen ganz genau, wovon ich rede und sind gerade sehr, sehr traurig. So, ich nutze mal ganz kurz den Topschutz. Okay, ja, ich muss ins Klimainstitut. Und ich behaupte einfach mal, dass die interne Uhr dann auch hier immer mal wieder Kyogre resettet. Ach Gott, ich vergesse mal, was der beste Weg ist. Und ich glaube, der beste Weg ist von oben runter, also von Baumhausen City runter ins Klimainstitut. Ich bin mir unsicher.
Ne, das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier auf Route 119. Genau. Sagt mir mal, wo tolles Wetter ist. Außer, ja, wie gesagt, ich habe da Mist gebaut, dann gibt's keinen Kyogre und kein Grodon, dann tut mir das sehr leid. Dann habe ich Blödsinn gemacht. Dass ich in Häuser nicht sprinten darf. Zeichne die Klimaveränderung auf. Gibt es starke Niederschläge Route 125? Okay, auf nach Route 125. Und dann resetten wir ein paar Mal in der Hoffnung, also bis wir dann hoffentlich Kyogre, oh Gott, Kyogre, please, please, Kyogre. Pokémon. Namenloses Fliegen. Ach da. Achso, um Moosbach City herum. Gut, ich war mir jetzt. Ich habe jetzt gerade irgendwie Route 125 nicht finden können. Große Sorge. Andere Frage, die ich habe. Bericht. Okay, nee, alles gut. Da habt ihr alle. Habt ihr alles, ist gut. Dann Kyogre. Route 125 ist da oben. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ich habe auch doof Schutz genutzt eigentlich. Was ist das für ein... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist, was ich da gerade höre. Das macht mir aber ein bisschen Sorgen. Also wenn gleich der Stream einfach abrupt endet, dann ist irgendwas explodiert. So, Mod, ich habe eine Frage an dich. Wenn du gerade noch zuhörst. Und Zwerchenklärchen. Ist die Situation... Oh, ich habe hier Tränen übersehen. Wie ist die Situation mit deinem... Ist das ein Spinner? Nein. Beep-Beep-Ding, wie heißt das? Ne, du verstehst ganz genau, was ich meine. Da ich definitiv die deutsche Sprache auf einem hohen Niveau rede. Ne? Ah, hier. Schutz wirkt nicht mehr, das ist okay. Hallo Alternus, na? Was geht ab bei dir? Wir fangen gerade Kyogre und danach machen wir ganz gerne einmal Barschwa, damit ich die Wette gewinne. Falls es nicht allzu lange dauert. So, Ozeanhöhle. Ich war mir unsicher, wo ich speichern musste. Damit das so auf mich zu viel. Wait! Oh nein, hatte ich nicht das Problem, dass ich nicht genug Pokebälle hatte? Bin ich jetzt gerade den ganzen Weg umsonst gegangen? Nee, ich habe noch genug Bälle. Okay, ich bin gespannt. Wie wär's, Alternus? Wir verdoppeln die Wette. Wenn ich innerhalb der ersten, sagen wir mal 10 Versuche, ein Barschwa bekomme, machen wir 20 draus. Wenn nicht, dann gibt's quasi 4 Subs von mir verschenkt. Eins natürlich an dich. So, Wiggle Wiggle. Hallo, Kyogre. So. Level 70. Ein wildes Kyogre erscheint. Niesel. Nein, es nieselt. Ach stimmt, du konntest Risikotackle. Oh. Oh no. Oh no, oh no. Da war was. Ah, da war auch was. Gut. Womit hatte ich es beim letzten Mal... Habe ich ihm Schaden gemacht? Solange nicht ein Barschwatschiet im Hintergrund läuft, lasse ich mich darauf ein. Meinst du im Sinne von Action Replay Code oder sowas? So, Kyogre schläft tief und fest, ja.
Wie viel Schaden macht das? Okay, auch nicht gut viel. Ich mach das anders. Ach so, du schläfst ja zwei Runden oder so, nicht? Ah nein, wie war das noch? Das wurde mir beim letzten Mal erklärt. Und wo ich jetzt so ein wenig drüber nachdenke, meinst du mit deiner Frage vermutlich meinen Rauchmelder? Der hat sich noch nicht noch einmal gemeldet, nachdem ich ihn aufgeschraubt habe und im aufgeschraubten Zustand den Alarm als Fehlalarm bestätigt habe. Ah, okay. 10 Felder oder 10 Pokémon? 10 Pokémon. Oh gut, das war ein Crit. So, ich probiere mal was. Ich meine, Niesel funktioniert ja nur während der ersten Runde des Combats. Also, es reaktiviert sich nicht. Da. Shit! Danke! Erholung lässt grundsätzlich für genau 2 Runden nach Einsatz schlafen. Okay, genau, es waren 2 Runden, da war was. Darauf würde ich mich sogar einlassen. Okay. Achso, guck mal, Kyure. Ha, bist langsam geworden, Bitch. Oh, shit. Oh gut, das war ein Crit. Habe ich gerade Sorge gehabt. Was meint ihr, wie viel Schaden macht Solarstrahl? Ist kein One-Hit, ne? Ich behaupte, Solarstrahl wäre kein One-Hit. Außer namenloses Crittet jetzt. Dann doch, ja. Ja. Nehme ich so hin. Denke nicht, dass der One hinten sollte. Ich will nur mal sicher gehen. Vielleicht so die Hälfte? Ja, so Hälfte war gut. Oder nicht mal. So, Kyokre schläft tief und fest. Das bedeutet für mich, ich kann jetzt nur meinen Ball drauf werfen. Übrigens, Kyogres Musik ist halt einfach mal Poggers. Ein richtiger Poggers-Moment. Hyperball, go! So, was haben wir jetzt gelernt, was Kyogre alles kann? Kyogre kann Erholung. Hydropumpe 5-mal. Also jetzt noch 2-mal. Nein, Entschuldigung, 3-mal. Ich bin doof. Ne, Eiseskälte. Ich glaube, das kann auch nur 5-mal hitten. Ach nee, jetzt verstehe ich, warum Namenloses schneller ist in der Sonne. Namenloses hat Chlorophyll. Glaube ich, hieß die Fähigkeit. Risikodeckel hat Kyogre noch, dafür muss ich Sorge haben. Nun, Chlorophyll sorgt dafür, wenn Sonne scheint, schneller. Da war was. Risikodeckel. Ja, doch. Na, es dürfte passen. Das Coole ist, dass Eiseskälte nur hitten kann, wenn ich schneller bin. Also wenn das Gegner-Pokémon schneller ist. Was es nicht ist, während die Sonne scheint auf mein hervorragendes Tropius. Hätte jetzt so eine Art... Gott, wie hieß das Item, was man tragen kann, damit die Sonne länger hält? Hätte ich das Item. Entschuldigung, ich wollte mir hier unter Items einen Top-Trank reinwerfen. Jö. Geschwindigkeit hat keine Auswirkungen auf Eiseskälte. Nein? Doch, hat es früher doch, meine ich. Ich meine, früher musstest du schneller sein. Und wenn du nicht schneller warst, hat Eiseskälte nicht getroffen. Oder was Level? Oder was beides? Weil bei 30% hätte mindestens schon einmal treffen müssen. Oder auch nicht. Ich mag Eiseskälte nicht als Move. Der macht mir halt richtig Angst. Ich so, Kyogre setzt Eiseskälte ein. Ich so, ah, Monka ist. Please don't. Please be gentle, Senpai. Okay, noch ein Risikotecker. Kyogre.
Kyokre, möchtest du dich jetzt wirklich selbst erwischen? Bitte nicht. Nutze Erholung. Erhol dich für einen Moment. Nur der Levelunterschied. Anwender muss vom Level her höher sein als das Ziel. Trefferchance ist dein Level. Anwender, Level Ziel plus 20. Hier also 45% Trefferchance. Da habe ich aber echt gut Glück gehabt mit dem Coinflip, ne? Mit dem Fast-Coinflip. Ist nicht ein 100%iger Coinflip, aber es war ein Fast-Coinflip. Gott, danke, Kyokre. Oh! Andere Zero HKO-Attacken basieren auf Geschwindigkeit. Eis ist Kälte, aber offenbar nicht. Wait! Okay. Das finde ich super. 35%, ich kann kein Mathe. Okay. Aber dann habe ich trotzdem Glück gehabt. Ich meine, natürlich alles geplant und easy. So, Sonnenlicht lässt nach. Das würde bedeuten, Hydropumpe macht 90 Schaden momentan. Ich glaube, Hydropumpe würde mich töten, aber noch schläft Kyogre für eine Runde. Also ich muss es... Wobei, hat es noch Hydropumpe? Ach stimmt, du hast noch eine Runde geschlafen. Ups. Probier das nochmal. Ich meine, Gainer wird jetzt hier vermutlich nicht funktionieren, die Strat. Erholung. Easy. Moin Abel. Na, was geht ab bei dir? Kyogre Wild erholt sich. Kampf. Ich muss übrigens gerade richtig hart umdenken. Wegen A und B. Ja, das ist schrecklich. Noch eine Korrektur. Andere Zero-HKO-Attacken basierten in Gen 1 und 9 und Gen 2 auf Speed und hatten dann 30% Trefferchance. Aha! Also war ich einfach ein richtig alter Mann. Got it. Verstehe ich. Moin, Sherlock. Kyokre schläft tief und fest. Genau, jetzt werfen wir nochmal einen Ball, weil wir sind... Meine Chance existiert. Chance existiert. Ich habe jetzt die Runden nicht mitgezählt. Eigentlich bräuchte ich irgendwie so einen Counter, der automatisch die Runden mitzählt, damit ich weiß, ob wann der Timer bald besser ist. Guten Morgen, Kyokre. Gute Nacht, Kyokre. Wie häufig kann man Risikotackle einsetzen? 5-mal, ne? Liege ich da richtig? Ganz schön müde, das Kyogre. Habe ich das Kyogre schon outstalled von seinen Moves her? Oder war Risikotackle so 15? Risikotackle 15 AP, okay. Dann sollte ich aufhören anzugreifen. Okay, gut, danke. Ich hatte jetzt ganz große Sorgen, was das angeht. So, letzten Sonntag. Warte, wir haben 5 Sonntage, die halten 5 Runden. Richtig? 25 Runden. Kyokre will ja keine Risikotackle nutzen. Und Erholung hat 10. So, Wusch, Solarstrahl. Muss halt eigentlich aufpassen, ab wann Risikotackle oder beziehungsweise ab wann Erholung nicht mehr existiert, weil ab dann wird Risikotackle problematisch. Ich kann ja auch Kyogre nicht heilen. Ich kann nicht hingehen und sagen, Entschuldigung, legendäres Pokémon, hier. So, jetzt geht's dir besser. Nein, wenn wir so einen Schwamm nehmen und ein bisschen mit Wasser einreiben. Kyogre schläft tief und fest. Oh. Eigentlich würden Pokémon in der echten Welt existieren. Das wäre fucking gruselig. Stell dir so 7 Meter lange Steinmonster vor. Ah, guck mal, hatte noch Hydropumpe. Ne, was dann einfach so durch den Boden gräbt. Häuser untergraben kann, Städte untergraben kann. Pokémon in der echten Welt wäre ein Kaiju.
Szenario. Es wäre wie King Kong, Godzilla oder Gojira, je nachdem, welche Aussprache ihr mögt. Ich bräuchte Heilwoge, true. Aber Heilwoge existiert nicht in dieser Gen, oder? Achso, okay, jetzt habe ich keine Sonne mehr. Also ich habe mindestens 10 Runden, beziehungsweise... Ja, ich habe mindestens 25 Runden rum, ne? Uff. Wenn es Pokémon echt geben würde, dann hätten wir safe auch eine andere Architektur. True. Wir würden unter der Erde leben. An die Zähne bewaffnet, in der Hoffnung, dass kein Stalos vorbeibuddelt. Ich glaube, ich kann jetzt langsam anfangen, Timerbälle zu werfen. Timerball, oder wie ich ihn auch nennen möchte, den Kanadaball. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Kyogre so, ah! Na! Kyogre ist so ein bisschen wie ich. Ach, ist es erst 12 Uhr? Na, kann ja noch schlafen! Ich werde übrigens jetzt keinen Schaden mehr machen. Ich habe nicht mitgezählt, wie häufig Erholung noch existiert. Und wenn Kyogre mit Risikotackle anfängt zu spammen, über 13 Runden hinweg oder so, dann wird spooky. Und ich glaube, wenn es Full HP ist, kann es auch keine Erholung mehr spammen. Ob das noch was wird, ist es. Ich habe Zeit mitgebracht. Ja, 92 HP, also 2 Risikotackle tank ich und dann muss ich heilen. In Before Kyogre denkt sich jetzt auch, ah, ich schlafe nochmal. Ah. Also, es ist wirklich ein müdes Kyogre, was wir hier haben. Ja, ich habe morgen um 12 Uhr einen Friseurtermin. Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, weil ich bei einem Umzug helfe. Also, Alternis, ich leide gerade mit dir. Also, jede Stunde, die der Stream länger geht, leide ich mit dir. Was machst du da eigentlich? Kyogre fangen ist doch ganz einfach. Du musst nur erst den Nippel durch die Lasche ziehen und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da scheint sofort ein Pfeil und da drückst du dann drauf. Dann geht der Ball beim Fangen nicht mehr auf. Ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt. Ne? Welche Version von Pokémon-Spieler seid ihr? A-Spammer, B-Drücker oder LRBA? Ne, und die etwaigen Variationen, die dazu gehören. Irgendeiner meiner Nachbarn hat irgendeinen Eintopf gemacht, der riecht gut. So, ne, Kyogre wurde vom Rückstoß getroffen. Ich meine, ich kann halt nur so lange stallen, wie ich Timerbälle besitze. Oder Entschuldigung, Mist ausgedrückt. Solange ich Timerbälle besitze, ist es nicht schlimm für mich zu stallen. Aber irgendwann arbeite ich halt quasi gegen einen Timer, der sich Kyogre bringt, sich selber umnennt. Keine 3 unten und A gedrückt halten, sobald der Ball sich schließt. Okay. Probieren wir das mal. Nope, hat nicht funktioniert. Ah, okay, Kyogre hat noch Erholung. So. Komm, ich probier's nochmal. Tja, Mod, es tut mir leid. Zweimal hat's jetzt nicht funktioniert. Soll ich es ein drittes Mal versuchen? Das jetzt funktioniert, ne? Ich hätte dir einen Sub geschenkt. Komm, viertes Mal. 4 times the charm. Nope. Du hast am Ende einfach losgelassen. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich finde es auch schön, das ist mir auch so im Nachhinein nochmal aufgefallen, wenn ich,
Nodiris kann nicht von Dings getroffen werden, von Risikodeckel, ne? Weil es ein Geist-Pokémon ist. Was passiert dann? Wird denn jetzt immer Erholung gespammt? Außer Risikodeckel war nicht normal, das wäre dann mein Fehler. Ah. Nice, ich kann länger stallen. Ich habe eine bessere Stall-Methode gefunden. Wenn das jetzt keine AP verringert, ne, dann kann ich quasi unendlich lange hier sitzen. Aber ich glaube, es verringert die AP. Oh, das stelle ich mir gerade vor, dass Kyora da so sitzt, zweimal draufhaut auf Nodiris und sich dann so denkt, ah, fuck, du kraft. Kyokre, Seegründler. Laut Mythologie soll Kyokre die See erschaffen haben. Nach jahrelanger Fehde mit Grodon schläft es am Grund der See. Ja, es hat lang, viel und lange geschlafen, das ist wahr. Möchtest du dem Kyokre einen Spitznamen geben? Nein, danke.